Oh Mist, der Wasserhahn funktioniert auch nicht mehr. Mein Wasser wurde mir auch abgestellt. Als ob ich was mir koche, ne? Es ist ja sowas von lächerlich. Was? Die kosten 5 Euro? Aber so viel habe ich nicht. Ah! Oh, das war aber eine relativ kurze Nacht. Ich habe den ganzen Tag noch gelernt und jetzt muss ich heute auch schon wieder relativ früh aufstehen. Ich würde jetzt am liebsten eigentlich was essen, aber ich glaube, mein Kühlschrank ist leer. Ich schaue noch mal eben nach. Und, oh nein, er ist tatsächlich leer. Es ist Monatsende und deswegen habe ich gar kein Geld gehabt, um mir Essen zu kaufen. Und der Strom, der ist auch schon ausgegangen, deswegen muss ich jetzt hier Kerzen anmachen. Aber zum Glück ist es ja schon tags und deswegen hell. Deswegen brauche ich jetzt auch kein Licht. Die Kerzen, die kann ich jetzt mal auspusten. Und jetzt muss ich mir mal überlegen, was ich jetzt zu essen mache, weil ich habe echt Hunger. Ich glaube, ich trinke erstmal ein Glas Wasser. Ich hoffe, der Wasserhahn funktioniert noch. Oh Mist, der Wasserhahn funktioniert auch nicht mehr. Mein Wasser wurde mir auch abgestellt. Es ist echt blöd, wenn man nicht so viel Geld hat. Naja, aber ich wollte ja eigentlich auch in die Stadt gleich gehen. Und ich glaube, ich mache mir erstmal einen Kaffee, den habe ich zumindest noch. So, okay, das hat gut geschmeckt, aber jetzt ist immer noch die Frage, also was ziehe ich denn jetzt an? Also eigentlich habe ich gar keine Klamotten, die ich mir anziehen kann. Ich habe eigentlich immer nur dieselben Klamotten. Ich mache mich dann einmal kurz fertig und dann kann ich eigentlich auch schon in die Stadt gehen. Okay, immerhin habe ich jetzt saubere Zähne. Okay, aber habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, also eigentlich nicht. Meine Wohnung ist auch wirklich echt klein. So, eigentlich hätte ich doch Lust, den ganzen Tag Fernsehen zu gucken. Aber, naja, mein Strom ist auch abgestellt und deswegen geht der Fernseher jetzt auch nicht mehr. Naja, ich glaube, dann mache ich mich jetzt auf den Weg. So, ich gehe mal eben in den Garten. Zumindest habe ich hier noch ein bisschen Essen. Da ich ja nicht so viel Geld habe, habe ich jetzt hier mein Essen selber angebaut. Dann kann ich zumindest eine Tomate essen. Aber irgendwie so richtig satt macht die irgendwie auch nicht. Also, ich glaube, ich gehe mal in die Stadt auf den Foodmarkt. Vielleicht gibt es da ja günstiges Essen, was ich mir kaufen kann. Ich bin wach. Genau, ich bin wach. Oh, es ist relativ dunkel noch zu Hause. Okay, aber Gott sei Dank habe ich ja sehr viel Licht bei mir zu Hause. Irgendwie habe ich jetzt auch sofort einfach nur Hunger bekommen. Ich sollte was essen, aber erstmal Zähne putzen. Das brauche ich auf jeden Fall. Erstmal Zähne putzen und ja, vielleicht mal duschen gehen. Ehrlich gesagt, ich habe sowas von keinen Bock, jetzt irgendwas zu machen hier. Ich habe ja hier wenigstens etwas. Ja, duschen? Nee, Bad brauche ich auch nicht, ehrlich gesagt. Egal. Ich sollte vielleicht mal was essen, aber ehrlich gesagt, ja, als ob ich was mir koche, ne? Es ist ja sowas von lächerlich. Hier steht auch schon die Agatha und, hallo Agatha, du weißt, was du machen sollst. Mir was zu essen kochen. Oh, boah, jetzt bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen wach geworden. Ja, toll. Ah, das ist ja wirklich wunderschön. Ich weiß nicht, ob ich was... ich könnte mir einfach hier so meine Limonade machen. Weil ich meine, warum auch nicht? Einfach nur mal ein bisschen Zitronen. Ja, genau, Limonade. Ach, schön. Und, lecker schmecker, lecker. Okay, ein Glas brauche ich auch nicht wirklich wegzumachen eigentlich. Die Agatha macht das schon. Und machst du? Mhm, schön, wunderschön. Alles einfach nur alles perfekt hier vorbereitet. Boah, ich bin so froh, dass ich hier... ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich anders leben konnte. Also ich meine, hallo, ich hab Geld, ich hab hier meinen Fernseher an, weil da schon mein Butler steht. Hi, der Butler. Ja, genau. Ja, du sagst nichts. Alles gut, ist auch verständlich. Und sonst hier irgendwie das Problem, das einzige Problem, ich habe zwar Geld, ich habe zwar richtig viel Geld, aber das einzige Problem, ich habe keine wirklichen Freunde, leider.
Ah ja, weil ich habe hier auf jeden Fall so eine richtig coole Lounge hier bei mir auf dem Balkon stehen mit einem Pool und ich habe so sehr viele Sachen, die ich hier machen kann mit dem Pool, aber leider keine Freunde, mit denen ich tanzen kann. Ja, aber dafür habe ich die coole Musik und ich bin zwar leider alleine. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob mir das reichen soll. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Agatha, ist das Essen fertig? Hallo, Agatha, machst du was? Fiona, ich fühle mich eigentlich relativ schlecht. Ich würde vielleicht lieber nach Hause gehen, weil ich hier, ich kann irgendwie gerade nichts kochen. Oh, ja, klar, kannst du gehen. Klar, natürlich, wenn du dich schlecht fühlst, dann kannst du es auch machen. Eigentlich total egal, ich kann mir auch was zu essen kaufen. Aber was soll ich mir zu essen kaufen? Und wohin? Oh, soll ich einen Butler umschicken? Aber eigentlich... Ach, du Fiona, du weißt doch auch schon eigentlich, dass du auch Freunde brauchst und eigentlich kannst du auch mal vielleicht mal irgendwo rausgehen und zwar hast du viel Geld, aber du hast keine Freunde. Ja, dann... Ich glaube, ich kann mal einfach nur nach draußen gehen und vielleicht ohne meinen Butler vielleicht alleine irgendwo hin. Und mir was zu essen kaufen, weil ich meine, es ist mittlerweile schon hell draußen und eigentlich, ja, ich kann mir eigentlich was auf dem Foodmarket, glaube ich, was kaufen. Ich war da eigentlich, also ich war da schon mal, aber relativ selten und wenn, dann mit meinen Securities und meinem Butler, aber diesmal mache ich es anders. Hi Butler, ich gehe mal spazieren, alleine diesmal, von daher, ja, wir sehen uns dann später. So, ich bin jetzt auf den Foodmarkt angekommen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich hier irgendwas zu essen kriege, weil wahrscheinlich kostet das hier alles eine ganze Menge Geld und ich habe genau genommen, ich habe jetzt gar nichts dabei, aber ich frage mal nach. Entschuldigen Sie, das sieht aber lecker aus, die Nudeln. Kann ich da vielleicht ein kleines bisschen was von abhaben? Also, ohne dass ich dafür bezahlen muss? Nein? Oh, schade. Naja, dann gehe ich mal weiter. Oh, hier ist eine ganz schön lange Schlange. Leute, kurze Frage. Kostet das was? Ja, das kostet was. Naja, dann gehe ich auch mal weiter. Was gibt's denn hier? Gibt's denn hier nicht irgendwas, was man einfach so essen kann? Mann. Vielleicht setze ich mich jetzt erstmal hier hin. Was? Ich muss hier bezahlen, damit ich hier sitzen darf und ich muss hier was bestellen. Na gut, okay. Okay. Was kosten denn hier die Pommes? Was? Die kosten 5 Euro? Aber so viel habe ich nicht. Oh Mann, ich habe hier nichts zu essen, weil alles Geld kostet. Das ist echt voll blöd. Naja, ich gehe mal weiter. Entschuldigen Sie, haben Sie hier vielleicht ein paar Pizzen, die von gestern sind oder so, die vielleicht gratis gegeben werden? Nein? Okay, dann gehe ich mal weiter. Keiner will mir was zu essen geben. Ach, jetzt bin ich hier auf dem... Ja, genau, das war der Foodmarkt und... Oh, ich sehe hier... Oh, Sushi, hier kann man wirklich cool Sushi kaufen. Aber... Oh. Sushi zum Frühstück? Nee, irgendwie nicht. Nee, dankeschön, brauche ich nicht. Oh, was ist das denn? Oh, also, das sieht aber eigentlich lecker aus, aber ehrlich gesagt, ja, zum Frühstück ist es auch nix, glaube ich. Es ist nix. Ich bräuchte auf jeden Fall noch irgendwas. Vielleicht hier, Burger. Oh, da, Pommes. Wie teuer sind die Pommes? Ach, eigentlich ist mir total egal. 5 Euro? Ja, klar. Kann ich auf jeden Fall machen. Vielleicht noch was zu trinken. Genau, ich habe zwar schon was getrunken zu Hause, aber es kann immer mehr sein. Ja, total lecker. Oh, ich muss mich aber irgendwo hier hinsetzen. Ja, klar, hi. Hi, du bist ja auch hier. Hallo. Ja, setz dich ruhig, der Platz da vorne ist frei und... Ja, schön, dass es frei ist. Ich esse sowieso nichts, deswegen brauche ich auch nicht so viel Platz auf dem Tisch.
Also und die Pommes sind so lecker. Und vor allem zum Frühstück einfach nur das Beste. Oh, das sieht aber wirklich lecker aus. Und das ist ja auch eine ganz schön große Portion. Brauchst du denn überhaupt so viel für dich? Warum? Was möchtest du? Naja, also, ich habe irgendwie nichts zu essen und ich habe voll Hunger, aber das ist ja alles so teuer, deswegen kann ich mir davon nichts kaufen. Und ich habe gedacht, vielleicht finde ich hier jemanden, der vielleicht was über hat für mich. Du hast nichts zum Essen? Wie ist denn das denn? Wie geht denn das? Ich hab halt nicht so viel Geld und deswegen konnte ich mir jetzt auch nichts zu essen kaufen, weil das ist ja alles voll teuer. Nicht so viel Geld? Ja, klar, eigentlich. Also, mir macht's eigentlich nichts aus. Also, du kannst gerne hier die Pommes haben. Eigentlich total egal. Wenn's dir, danke! Ja, klar, gerne. Aber wie hast du kein Geld? Also, gar kein? Also, und nix? Ich gehe noch zur Schule und ich gehe Zeitung austragen, aber das bringt nicht so viel Geld ein und ich wohne schon in einem eigenen Zuhause und deswegen, und das ist alles ein bisschen teuer und deswegen habe ich nicht so viel Geld. Aber du hast ja schon mal ganz schön viel Geld, wieso hast du denn so viel Geld? Meine Eltern waren eigentlich, also sind auch immer noch relativ reich und die haben mir einfach nur ein Haus geschenkt und jetzt wohne ich alleine in einem Haus und ich gehe auch nicht... In einem ganzen Haus? Oha, voll krass! Ja, klar und genau, also ich hab einen eigenen Butler, ich habe eine andere eigene so eine Köchin, die halt mir was zu essen mitmacht und heute ging's ihr leider nicht so gut, deswegen musste ich hier hin und ich dachte mir einfach nur so, das Problem ist halt, weißt du, also man ist zwar reich, aber ich habe ehrlich gesagt gar keine Freunde und deswegen dachte ich einfach nur so, ich kann einfach nur zum Foodmarkt gehen und vielleicht noch mit jemanden kennenlernen und ich meine, ich habe doch dich gerade kennengelernt, oder? Ist es so? Ja, also wenn du möchtest, also ich habe auch nicht so viele Freunde, also wenn du möchtest, dann können wir ja vielleicht befreundet sein. Oh, das ist ja richtig lieb. Das können wir auf jeden Fall. Ich meine, ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie man so wirklich mit Menschen kommuniziert, ehrlich gesagt, weil ich finde es, also möchtest du wirklich mit mir befreundet sein? Ja, gerne. Sehr, sehr gerne. Oh, ja, dann cool. Dann sind wir jetzt Freunde? Ja, cool. Okay, weißt du was? Dann lass uns jetzt noch mal ein bisschen zusammen über den Foodmarkt gehen, weil ich bin jetzt satt. Das heißt, ich bin jetzt auch schon viel besser gelaunt. Bist du wirklich satt? Soll ich dir vielleicht noch was kaufen? Ich meine, wenn du nicht genug Geld hast. Ich kann dir auf jeden Fall aushelfen, wenn wir jetzt Freundinnen sind. Also, vielleicht kannst du mir was zu trinken kaufen. Das wäre voll cool, weil ich habe noch ein bisschen Durst. Ja, klar. Was möchtest du haben? Also Cola wäre cool. Cola, okay. Eine Cola bitte. Dankeschön. Ja, hier ist Geld, habe ich, na klar, auf jeden Fall. Ja, genau. Hier ist, wie heißt du eigentlich nochmal? Ich heiße Mia. Oh, Mia, ich bin Fiona. Hi, und jetzt... Hi, Fiona. Ja, jetzt sind wir ja befreundet. Hier ist eine Cola. Oh, danke für die Cola. Gerne. Irgendwie, boah, ich freue mich gerade. Oh, ich weiß auch nicht wirklich, was ich genau machen soll. Also, du bist wirklich die erste Freundin, die ich jemals hatte. Und das ist so cool. Ich finde das auch cool. Und danke nochmal für die Cola. Gerne. Alles für die Freunde.